Das finde ich jetzt echt bitter. Ja. Nehmen wir noch mit, was geht. Unser Nidoking wird nicht mehr lange machen. Weil ich meine, wir haben auch den Hypertrank abgelegt. Ja, haben wir. Da oben geht es nicht hoch. Wir sind hier hoch, ne? Wir sind hier hoch. Okay, den müssen wir wieder schieben, es war ja klar. Zu dem anderen Felsen sind wir ja gar nicht mehr hingekommen. Da haben wir es. Ich hätte jetzt kurz die Idee, erstmal zu Lavados zu gehen, aber. Nee. Nö, das machen wir zusammen mit den anderen beiden Vögeln, nachdem wir hier durch die Siegestraße durch sind. Na, Kleinstein wollen wir auch nicht. Scheiß auf das Kleinstein. So. Ja, war klar, dass da noch mal ein Pokémon kommt, bevor, und dann noch so ein Scheiß-Zubat. Ja, ganz ehrlich, niemand will dich hier wirklich haben. Niemand will dich hier treffen, Zubat. Ganz ehrlich. Da ist wirklich jeder am Kotzen, wenn man dich hier sieht. Mit deinem Level 22. Also wirklich. Den nehmen wir jetzt aber mit. Nee, wir kommen gleich nochmal zurück. Ich glaube, einer von den beiden da unten hat Giflor und Satenia. Ich habe das so extrem im Kopf von früher. Da muss einfach was dran sein. Das muss stimmen. Vielleicht sind die beiden Pokémon auch auf die beiden Trainer da aufgeteilt. Ich weiß es nicht, aber. Ich bin mir zu, keine Ahnung, 95% sicher, dass uns da unten Giflor und Satenia erwartet. Und deswegen möchte ich Roshana jetzt gerne auch da einsetzen, erstmal. Da wird es dann nämlich bestimmt auch 42. So, Roshana, bitte. Was hätten Sie gerne? Einmal Roshana, bitte. Nur Auserwählte dürfen passieren. Ja, ich bin sowas von auserwählt. Meine Güte, wie sind wir auserwählt? Nicht nur hier, auch bei Golden Sun. Okay, das ist ein Kingler. Das ist kein. Das ist kein Satenia und das ist auch kein Giflor. Und. Ja, gut, Psychokinese könnten wir machen. Hoffentlich macht es keinen Stampfer. Okay, hoffentlich stirbt es. Sehr schön. Tentoxa. Ja, sehr schön. Da kann Rossana gerne bleiben. Die Psychokinese ist da sehr, sehr sinnvoll. Der Tox hält zwar verdammt viel aus. Ja. Jo, aber ist alles gut gegangen. Sehr schön. Ich meine nur, ne? Also, Rossana hat wirklich gute Spezialwerte. Ist sogar vom Typ Psycho. Macht die stärkste Psycho-Attacke. Das Level ist in etwa gleich. Die zwei Level, meine Güte, ich meine, dafür hat es keine EV. Aber trotzdem nur knapp über die Hälfte gezogen. Also Tentoxa hält wirklich verdammt viel aus. Und Turtok. Okay. Ich kann mich doch nicht so täuschen. Ich kann das doch nicht so falsch abgespeichert haben von damals. Grüner Blitz. Oh, so ein schöner Döner hätte mal wieder was. Hätte ich Bock drauf. Ja, schön, Volltreffer. Ich glaube nicht, dass der ohne Volltreffer weg gewesen wäre. Lepras hat doch ein bisschen weniger Spezialwerte als Starmie. Starmie macht sowas. Das One-Hittet sogar mit dem Donnerblitz auch gerne mal. Andere Wasser-Pokémon, aber Lapras nicht ganz. Ich fasse es nicht. Nee, du fasst uns auch nicht an.
ganz ehrlich, das wollen wir nicht. Von dir wollen wir nicht angetatscht werden. So, komm, die hat jetzt Gifle und Sarzenia, oder? Wenn die kein Gifle und Sarzenia hat, ich weiß nicht. Gleich siehst du, wie gut du bist, ja. Wir sehen schon die ganze Zeit, wie gut wir sind. So, drei Pokémon, noch ist es möglich. Knofensa, hä? Das ist jetzt aber enttäuschend. Also am liebsten würde ich jetzt Ice Heat machen, weil es nur ein billiges Knofensa ist, aber die anderen Knofensa auf unserem Level damals beim Trainieren haben es ganz gut ausgehalten und ganz gut weggesteckt, wenn wir die mit Eisstrahl und Psychokinese angegriffen haben. Egal, wir machen einfach mal Ice Heat. Ja, schön. Ultrigaria. Okay, dann wird zumindest noch Sarzenia kommen. Vielleicht kein Giflor. Wahrscheinlich kein Giflor, aber wenigstens Sarzenia. Okay, das hat es jetzt schon ausgehalten. Sarzenia, sehr schön. Dann machen wir jetzt aber auch Eisstrahl. Wenn das Ultrigaria schon den Eishieb überlebt hat. Volltreffer, bam. Ja, sehr schön. Und da lohnt sich jetzt auch ein Body Slam. Bam. Level 43. Sehr schön. Dann sind jetzt beinahe alle mit Magma gleichgezogen, oder? 43, 42, 42, 42. Wir setzen mal Dodri an die Spitze und gehen zu der Tusse zurück. Ja, das können wir gleich machen, wenn wir den Felsen da hochgeschoben haben. Dann sind wir ja direkt vor der. Da müssen wir jetzt nicht nochmal außen rumlatschen. Kleinstein, Alter. Ganz ehrlich, will hier keiner sehen. Man will hier ganz gerne noch ein bisschen EP mitnehmen, aber kein verkacktes Kleinstein. Omod, ja, das kann sich schon mehr sehen lassen. Statusveränderung wäre natürlich jetzt unschön. Ja, so wo es uns noch ziemlich gut geht, von Nidoking mal abgesehen. Dem geht es nicht mehr so gut. So, der ist unten, ausgezeichnet. Und da kommen wir gar nicht nach rechts. Wir können den Stein nach rechts verschieben, aber das hilft uns auch nicht. Wir gehen jetzt hoch zur Trainerin. Schon kurz Schiss gekriegt, als ich da Stachelspore gelesen habe, aber dann fiel mir ein, wir sind ja in der Luft und wir können gar nicht getroffen werden. Meine Güte, so ein Mistvieh. Level 24, ich weiß wirklich nicht, was das soll. Den können wir auch wegschnäbeln. Oder wegschnabeln. Keine Ahnung, halt den Schnabel. Irgendwas. Marshock, ja, sehr schön. Ich würde auch sagen, wir würden es fangen, aber nö. Wir haben es sogar schon gefangen, oder? Mal abgesehen davon, dass die Box voll ist, ich glaube, wir haben Marshock schon gefangen. Ja, stimmt, genau. Da kam der Pokédex-Eintrag von wegen, kann sich nur mit einem komischen kraftregulierenden Gürtel überhaupt bewegen. Läuft. Hallo? Hast du ein Giflor? Irgendwie haben wir noch Giflor auf unserer Liste. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Ja. Cool. Hast du sonst noch irgendwas Selbsterklärendes, was du gerne von dir geben möchtest? Irgendwas Selbstständiges, was jeder weiß und keinen interessiert? Weil es jeder weiß. So, Parasek ist ein sehr, sehr guter Gegner gegen unser Dodri. Es ist vom Typ Pflanze und Käfer. Ja, mit einem Volltreffer haben wir es jetzt wahrscheinlich sogar doppelt oder dreifach getötet. Yugong ist jetzt nicht unser Wunschgegner mit Dodri. Ja, Lepras. Donnerblitz, das läuft doch. Dem hat Yugong wirklich gar nichts entgegenzusetzen. Es kann vielleicht, keine Ahnung, kann es auch Body Slam? Ich bin mir nicht sicher, es kann dann halt sowas wie Aurora-Strahl und so. Backnarre, keine Ahnung. Es kann bestimmt Kopfnuss.
Ja, und ansonsten ist eigentlich typisch für Yugong Erholung, aber selbst dann regeln zwei Donnerblitze. Scharnierer. Ja, bitte, wir möchten wechseln. Irgendein Pokémon, was einen starken physischen Angriff hat. Zum Beispiel nicht Rosana, zum Beispiel. Ja, Nidoking kloppt es weg. Auf jeden Fall. Es hat sowieso nicht mehr so viel KP. Da kannst die EP hier jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Scharnierer hat so wenig Verteidigung, physische. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das reicht locker. Es hat zwar viel KP, um das auszugleichen, natürlich, aber ich habe jetzt echt erwartet, dass es One-Hit tot. Cool, du bist wirklich stark, ja. Natürlich sind wir das. Marschauk, sehr schön. Ja. Nehmen wir mit unserem Dodri sehr gerne mit. Klingt eigentlich ganz witzig, wenn er in die Luft geht. Wenn andere Menschen in die Luft gehen, weil man sie geärgert hat, klingen die ganz anders. Die machen nicht du. So, der hat auch 43. Komm, setzen wir wieder Nidoking an die Spitze. Entweder schafft das auf die 43 oder auch nicht. Aber wir sind ja sowieso fast durch. Wir haben es ja fast geschafft. Es kann sein, dass gleich noch ein Trainer auf uns wartet. Aber mehr definitiv auch nicht. Ich glaube nicht, dass der mit einem Erdbeben tot ist. Nee, das dachte ich mir. In der Top 4 freue ich mich auf jeden Fall schon sehr auf Bruno. Mit seinen Onix und ansonsten Kampf-Pokémon ist der wirklich für unser Team gefundenes Fressen. Dodri hat Spaß, Rosana hat Spaß. Selbst Magma hat da so ein bisschen Spaß mit seiner Psychokinese. Da haben wir es. Stärke, genau. Ja. Also Bruno wird auf jeden Fall gefundenes Fressen. Nummer 3 ist Agathe. Ja, wird schon ein bisschen trickiger, aber da sollten wir eigentlich noch Psychokinese übrig haben, um Gengar, Arbok und Konsorten umzubringen. Obwohl, da könnten wir auch gut unser Nidoking mit Erdbeben verwenden. Vor allem bei Alpollo und Gengar. Weil die halten ja, was Psychokinese angeht, bestimmt einiges aus, weil die so viel an Spezialwerten haben. Aber die haben eine schwache Verteidigung. Eine schwache physische Verteidigung. Da wird Erdbeben wohl ziemlich viel reißen. Schieben wir den überhaupt in die richtige Richtung? Ja, tun wir. Gut. Ja, Agatha sollte eigentlich auch nicht so ein großes Problem sein. Oder Agathe, wie auch immer. Da ist nichts drin im Felsen. Ja, durch sind wir. Das Rätsel hier war nie ein Problem. Ich habe sowieso immer rechts angefangen, bin hochgelaufen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich doch nochmal runterschauen, ob es irgendwo noch Items gibt, die irgendwo versteckt liegen. Ja, ich glaube, ich wurde bitter enttäuscht. Ja, aber sehr schön. Wir sind durch. So, die Pokémon sind topfit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir versuchen uns direkt mal an Lavados, oder? Jetzt, wo wir direkt quasi in der Nähe so gut wie davor sind, da wäre das doch sinnvoll, sich einmal kurz an dem Lavados zu. Ohoho, ja, ohne die Box zu wechseln, ne? Wir sind so clever. Jetzt hätte ich das wirklich fast wieder vergessen. So, Box wechseln. Einverstanden, ja. Wir sehen leider noch nicht, wie viele Pokémon wirklich in den Boxen drin sind. Ich glaube, in Box 1 fehlt ein Pokémon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben da nur 19 drin. So, jetzt wo wir die Box gewechselt haben, könnten wir dann auch Knogger fangen, wenn wir ihm nochmal begegnen sollten.
Golbat haben wir auch noch nicht mitgenommen. Ach ja. Anquatschen hilft nicht. Wir können so viel mit dem Felsen labern, wie wir wollen. Da haben wir nichts von. Ach komm schon, hör auf damit. Könnten wir eigentlich nochmal tauschen? Es ist jetzt Level 43. Wir haben noch 42er. Dann wechseln wir jetzt nochmal. Wir haben... Ja, tatsächlich, Kangama ist noch 42. Ja, mit Kangama kann man den Kampf gegen Lavados, denke ich, auch ganz gut beginnen. Da müssen wir dann nicht noch mal extra wechseln. Selbst wenn es nicht bis dahin 43 werden sollte. Es kann ja Body Slam. Wir wollen es ja paralysieren. Wir müssen es paralysieren, um es überhaupt fangen zu können mit den Hyperbällen. Steinhagel. Ja, schade. Der Biss war zum Glück nicht so... Kangama, was ist mit dir los? Kannst du nicht treffen oder was? Endlich. So, entweder es ist tot, wir haben EP, oder es ist nicht tot und wir fangen es. Wir fangen es. Ja, mit Konfu-Strahl hätte ich sowieso keinen Bock, jetzt noch weiter anzugreifen. Oh, wir hätten vielleicht nochmal Bälle kaufen sollen. Wenn wir noch mindestens 20 Bälle haben, ehe wir Lavados erreichen, versuchen wir es. Golbat, Fledermaus. Dieses Pokémon saugt dem Gegner selbst dann noch Energie ab, wenn es zu schwer zum Fliegen wird. Nein, kein Spitznamen. Ja, also wenn wir mit mindestens 20 Bällen Lavados erreichen, dann werden wir es versuchen, es zu fangen. Wenn nicht, vielleicht doch. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt es gar nicht so weit. Ja, wäre unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal einem Knogger begegnen und wieder ja, so viele Bälle verbrauchen. Was machen wir da? Wir machen... Genau, Steinhagel waren wir bei. Können wir ruhig verwenden. Ich glaube nicht, dass wir gegen Lavados Steinhagel einsetzen. Ich meine, es ist doppelt sehr effektiv. Oh Mann, das ist doch blöd. Oh, Glück gehabt. Da müssten wir wirklich mit dem Body Slam wirklich so extrem wenig Schaden machen und es direkt paralysieren, um uns dann nochmal zu trauen, einen Steinhagel gegen Lavados einzusetzen. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Okay, da ist noch ein Trainer. Den bekämpfen wir aber erst, nachdem wir bei Lavados waren. Oh, nix. Nee, komm, ich will jetzt nicht noch mehr KP einbüßen. Megablock. Sichern, auf jeden Fall speichern, ganz wichtig. So. Hallo. Ja, sieht scheiße aus, finde ich. Ist im Grunde auch scheiße, es kann nicht viele Attacken, nicht viele gute Attacken. Es hat Flammenwurf. Gut, Feuerwirbel ist in dieser Generation auch gut, aber trifft leider zu oft auch nicht. Body Slam möchten wir. Ja, und ansonsten, keine Ahnung. Oh, Volltreffer. Und paralysiert, sehr schön. Ja, auch ein Volltreffer. Hoffentlich. Schade. Nee, wir können nicht heilen. Nee. Ja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es nicht angreifen kann, nachdem es jetzt paralysiert ist. Ja, unbedingt nächstes Pokémon einsetzen. Ja, Lapras wäre eine gute Wahl, oder? Es kann auch Body Slam. Damit werden wir es wohl nicht töten.
Ja, einmal können wir wohl noch Body Slam machen. Jawohl, das ist doch ein sehr, sehr schöner roter Bereich. Mit Paralyse. So, schmeißen wir Bälle. Du hast das Pokémon verfehlt, echt? Ich dachte, mit Paralyse funktioniert das, dass man das Pokémon fangen kann. Hä? Musste man es nicht paralysieren? Oder musste man es einschläfern? Ich glaube nicht, dass man es einschläfern musste, oder? Man musste es doch paralysieren. Tja, ich glaube nicht, dass wir das Pokémon noch treffen. Aber wir können jetzt hier im Grunde auch nichts anderes machen. Wie gesagt, den Meisterball verwenden wir nicht. Oh. Ah, okay. Ja, cool. Das heißt, wir können treffen. Ja, sehr klasse. Lavados wurde gefangen. Und wenn wir treffen, ist es wahrscheinlich auch direkt drin. Okay, ich verstehe. Ja, Größe 2 Meter. Dieses Pokémon ist der legendäre Feuervogel. Sein Flügelschlag entfacht ein helles Feuermeer. Ja, mehr Feuer, warum nicht? Nein, kein Spitznamen.